Hallo meine Lieben und herzlich willkommen bei Teil 1 von meinem Lockdown-Dezember-Weihnachts-Special. Ich suche mir da noch ein bisschen einen knackigeren Titel, glaube ich. Zur Erklärung. Ich wollte schon immer was Historisches nähen. Das war immer eine der Sachen, da wo ich mir dachte, irgendwann mache ich das mal. Es ist natürlich so, es ist ein Haufen Arbeit für das, dass man dann das Ding nie trägt im Alltag, sag ich jetzt mal. Von dem her war natürlich immer so, die Zeit und der ganze Aufwand und natürlich ist es alles andere als nachhaltig. Dementsprechend habe ich das nie gemacht, aber ich wollte immer. Und jetzt ist Dezember, wir haben schon wieder Lockdown, ich bin schon wieder arbeitslos und dann habe ich mir gedacht, okay, jetzt oder nie. Ich habe so viele Sachen in meinem Stash unter meinem Bett, da habe ich mein geheimes Stofflager und Secondhand-Klamottenlager und da ist so viel Zeugs drin, dass ich einfach auch nicht verarbeiten kann, weil das für normale Klamotten nicht so der praktische Fabric ist. Das ist doch eigentlich perfekt für eine Challenge. Ein historisches Gewand, nur mit Upcycling-Materialien, die ich jetzt zu Hause habe, weil anyway konnte ich sie gerade an nirgendwo kaufen, weil alles zu hot hier in Österreich. Und dann musste ich mir eigentlich nur noch überlegen, welches Zeitalter ich mir da so aussuche und das war eigentlich relativ easy, muss ich sagen. Weil ich hatte schon immer was übrig für das frühe 16. Jahrhundert in England, also die ganze Tudor-Dynastie mit Heinrich VIII und seine ganzen Wives und die Außenpolitik und die Innenpolitik und generell, was das alles ablief in Europa zu der Zeit. Ich war da so der Nerd da in der Schule, dass ich mein Englisch-Spezialgebiet, das ist so eine Facharbeit, was man hier in Österreich im Rahmen des Abiturs schreiben muss. In Englisch und in Geschichte habe ich einfach über Heinrich VIII geschrieben. Ich war einfach so obsessed. Ich habe jeden Film und jede Serie über die Tudors geschaut und fand das immer so geil. Und ich schaue es jetzt immer noch gerne. Von dem her war das relativ klar. Okay, es wird so ein adeliges Tudor-Dress. England, frühes 16. Jahrhundert. Und natürlich diese ganzen Filme etc., das ist ja auch angelehnt an der Fashion von damals, aber natürlich ist es meistens nicht komplett historisch akkurat oder halt auf verschiedenen Levels. Und da kommen wir jetzt schon zum nächsten Punkt, den ich vielleicht sagen sollte, bevor wir hier anfangen. Oh mein Gott, das Intro wäre zu lang, aber ich hoffe, ihr habt euch Kaffee geholt. Ja, nee, ich wäre auf keinen Fall Wert legen darauf, dass es irgendwie historisch akkurat ist, sage ich gleich am Anfang, also don't come for me. Aber ich möchte schon so gut as possible mit den Sachen, die ich hier zur Verfügung habe. Aber ich werde mich auf jeden Fall sau viel reinlesen und werde ich immer mal wieder sagen, wie es historisch akkurat wäre, obwohl ich es nicht tue. Ja. Let's start mit dem untersten Layer eines Tudor-Gewandes. Und da geht schon mal oh, weil ich werde das nämlich nicht nähen. Es geht hierbei um ein Unterkleid aus Leinen. Das hat man Chemise, Shift oder Smock genannt. Und da ging es prinzipiell darum, dass man es täglich waschen konnte und so sein Hauptkleid nicht voll schwitzt und so. Und je mehr du davon hattest, desto höher war dein Status, weil du konntest das quasi jeden Tag wechseln und hast nicht gestunken. Und zum Teil hat man das ein bisschen herausblitzen sehen, aber es war fast unsichtbar. Und andere Smocks hat man wirklich reichhaltig mit schwarzen Stickereien oder sowas verziert und das hat man dann auch wirklich gesehen. Das war quasi wirklich das allererste Kleidungsstück, was man angezogen hat. Bei mir ist es in dem Fall nicht so, weil ich habe ja eine Waschmaschine. In dem Fall ist es ein Kirtle, beziehungsweise man könnte es als Kittel übersetzen, aber das ist eigentlich nicht genau, was es ist. Ich würde es jetzt einmal so erklären, es ist eine Vorform eines Korsetts, aber Boning, also quasi Korsettstäbe und sowas, wurden eher erst ab Ende des 16. Jahrhunderts verwendet. Von dem her ist es eher so eine Vorform, die aber natürlich diese bestimmte Shape geben soll und so. Und Bill Horsten, ich brauche Core Boning. Gott sei Dank, weil ich habe keins zu Hause. Also ich meine, ich hätte hier nur ein paar Kabelbinder da. Aber prinzipiell werde ich probieren, es ohne den zu machen, weil das dann historisch korrekter ist und das ist auch weniger Arbeit. Aber genau, das ist jetzt mal der Plan für heute. Ich nehme euch jetzt mit in meinen Fabric Stash und wir schauen, was wir dafür nehmen könnten. Es muss auf jeden Fall sehr steifer Fabric sein und so, dass da viel Support da ist, weil ich ja Core Boning habe und so. Let's see, come with me. So, Dali, willkommen zu meinem Fabric Stash, der ist hier unterm Bett und hier habe ich Stoffreste, die ich sag jetzt mal größer sind und so Secondhand-Klamotten von Freunden und Familie, von meinen Nachbarn und sowas, wo ich halt noch nicht sofort weiß, was ich damit machen will, aber die ich auf jeden Fall mal behalte, bis ich weiß, was ich damit mache und so. Und es ist ziemlich viel, das sind 30 eine Laden und ja, jetzt gucken wir mal. Ich meine, ich habe mir auch überlegt, ob ich was mit einer Jeans mache, aber ich habe da nur stoffene Hosen, die glaube ich ein bisschen fester ist. Hier, die Hose habe ich gesucht. Das ist so eine Secondhand-Hose, also halt
eine aussortierte Hose. Das ist auch so ein Jeans-Ding, aber der ist sehr fest und so und nicht wirklich dehnbar. Ich glaube, das ist ganz gut für so ein Unter-Corsage-ähnliches Teil. Wunderbar. Das ist auch so witzig. Das werde ich euch wahrscheinlich in der nächsten Folge ein bisschen detaillierter erzählen, aber es war damals sogar gebräuchlich, diese ganzen Kleider von innen mit Fell zu leinen, quasi, weil es so kalt war damals. Es gab nämlich eine kleine Eiszeit in England zu dem Zeitpunkt, aber das erzähle ich später mal detaillierter. Und das da ist so ein Kunstfell, was ich mal aus einem Mantel rausgeschnitten habe. Der Mantel war total am Arsch und den habe ich dann wegschmeißen müssen. Aber davor habe ich das Futter gerettet, weil ich mir dachte, vielleicht brauche ich das irgendwann einmal. Aber ich bin jetzt eigentlich nicht so der Kunstfellmensch, aber ich könnte es tatsächlich dann für das Oberkleid benutzen, teilweise. Werde ich mir überlegen, habe ich auf jeden Fall in mind. So, hier haben wir jetzt eher Stoffe, also Stoffreste. Da kennt ihr wahrscheinlich einige. Ja, das ist ja von meiner Jacke, die ich erst letztens genäht habe. Und das ist halt so ein ganzer fester Wollstoff. Den werde ich auf jeden Fall auch nehmen, weil damit kann ich das sicher verstärken. Das werde ich auch noch mitnehmen. Das ist auch von dem Kleid, was ich letzte Woche genäht habe. Das ist wirklich, also es ist gar nicht mehr viel. Aber eventuell so eine Schicht, die ganz nah beim Körper ist, weil das ist so angenehm. Also das sieht man von außen gar nicht, aber dass es einfach angenehm zu tragen ist, glaube ich, könnte ich mir das ganz gut vorstellen. Gut! Gut, da ich kein Schnittmuster zur Verfügung habe, werde ich mir das jetzt an mir selber drapieren und dafür nehme ich meinen fetten Wollstoff her, weil der wirklich sehr steif ist und ja, wie schon gesagt, mein Korsett, ich nenne es jetzt einfach mal Korsett, weil das ist irgendwie angenehmer zu sprechen, mein Korsett soll ja auch sehr steif sein, dementsprechend nehme ich das jetzt her, anstatt so einen locker flockigen Baumwollstoff und das pinne ich jetzt erstmal an mir dran, was natürlich immer wunderschön toll ist, so es ist amazing. Ja, schaut das jetzt so aus. Und jetzt will ich einfach diese Form, die ich da hier einblende, aufmalen. Was anderes mache ich eigentlich nicht und ich probiere halt wirklich, dass das alles super schön glatt liegt. Und was ich auch probiert habe, ist, wie ich mir das festgesteckt habe, dass ich vor allem über meine Brust wirklich sau viel Zug drauf habe, sodass es mir direkt den Busen abdrückt. Also es ist jetzt definitiv zu eng um meinen Brust rum. Und ja, aber ich will ja diesen Look, dass es mir dann oben den Busen quasi bis zum Kinn aufgedrückt. Das will ich ja. Von dem her habe ich das da ganz eng gezogen und hier ziehe ich nochmal nach sogar, weil ich das Gefühl hatte, nee, da kann ich ja noch atmen, das ist definitiv viel zu locker. Und ja, ich habe auch schon am Sport-BH angezogen, der das ziemlich flatt, also flatt, mein Gott, flach drückt und so, also damit ich wirklich diese Shape eben bekomme. Dann probiere ich hier diesen Spitz einzuzeichnen, das tue ich einfach nach Gefühl, so wie ich das fühle, dass es dann gut sitzt und so und natürlich die Seitennähte einzeichnen und ja, so schaut das Ganze jetzt aus. Brilliant, brilliant und ja, ich habe es einfach mal rechts und links eingezeichnet und mal geschaut, ob ich da zufällig die gleiche Form erwischt habe und schaut nicht recht gut aus. Das habe ich dann mit einer Kreide nachgezeichnet, lege es jetzt in die Hälfte, damit es rechts und links gleich ist und schneide es jetzt aus. Ich tue aber an der Seitennaht Nahtzugabe lassen, weil da muss ja nur die Rückseite dran und die Träge tue ich jetzt mal länger als ich brauche lassen, weil das schaue ich nochmal nach, wie lang die wirklich sein müssen. So schaut das Ganze jetzt aus und das schaut doch schon mal, ich finde, das schaut schon mal ganz gut aus. Das schaut fast so aus wie auf diese Zeichnungen und so. Und das hebe ich mir jetzt nochmal hin und schaue, wo die Träger denn oben an der Schulter ankommen. Das markiere ich mir und dann schneide ich sie so wieder ab. Genau, das ist hier. Und wenn ich das gemacht habe, tue ich das einmal auf ein dieses Einkaufssackerl, das ich aufgemacht habe, übertragen, damit ich das dann für später noch habe. Und die Rückseite mache ich so wie in diesem Sketch hier, so spitz zulaufend. Ich habe ein paar Mal gelesen, dass das sag jetzt mal, das üblichste Design ist, dass hinten der Halsausschnitt spitz zuläuft. Das ist natürlich ein bisschen trickier gewesen, weil ja, also noch bin ich kein Schlangenmensch, aber ich habe das wirklich probiert, das irgendwie zu machen.
markieren und einfach 10.000 Striche zu machen, wie tief ich dieses V haben will und so. Und ich habe tatsächlich was erkannt, wie ich das dann ausgebreitet habe, habe das dann wieder mit Kreide nachgespurt und es hat sehr vernünftig ausgeschaut. Also, und jetzt ich da schon mal ein bisschen spoilern, es passt tatsächlich. Also ich bin wirklich schockiert, dass ich das irgendwie so geschafft habe. Und ja, die Seitennaht ist also ist auch gleich lang, das ist doch schön. Da habe ich natürlich wieder Nahtzugabe an der Seite und oben bei den Trägern übrigens auch natürlich. Und das, ja, ich habe das dann zusammen gesteckt und geschaut, ob das eh passt. Und wie ich das festgestellt habe, dass es das tut, habe ich das hier übertragen und schneide das aus, weil ich das dann für mein Hauptkleid auch als Vorlage nehmen werde. Wunderbar. Und das schaut auch wirklich so aus wie diese Vorlagen, die ich im Internet gefunden habe. Ja, auf jeden Fall fange ich das jetzt an zusammenzunähen. Das tue ich einfach rechts aufeinander steppen. Die Vorderseite und die Rückseiten. Und genau, und das mache ich natürlich mit der Nähmaschine und nicht historisch korrekt mit der Hand und steppe das Ganze nochmal ab, damit diese ganze Naht einfach stabiler wird. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Und ja, jetzt werde ich mir diese Hose vornehmen. Die schneide ich jetzt erst einmal auseinander, dieses ganze Hosenbein auf. Und da passt es wirklich komplett drauf, also es ist auf den Millimeter genau, das habe ich natürlich nicht geahnt, ich dachte, ich muss das zerstückeln, aber es ist voll geil, dass es auf einmal geht und dementsprechend schneide ich das jetzt aus, brauche ich natürlich zweimal, das habe ich zusammengenäht und werde jetzt nochmal nur den Vorderteil aus dem fetten Stoff ausschneiden, will heißen, ich will es da ein bisschen reinklappen und werde es hier so einfach abpausen. Genau, ich muss vorne einfach mehrere Lagen machen, damit das heute, weil das soll ja so ein Korsett-Look werden. Das ist einfach so Einlage, das ist so ganz fest. Das habe ich, glaube ich, mal gekauft für so Taschen oder so. Das könnte ich eventuell auch brauchen. Ja, und ich habe gehört, dass man früher da Leinen so mit so verschiedenen Pasten, so wie Kleber quasi bearbeitet hat, dass das steifer wird und so. Ich habe halt einfach Taschenbügeleinlage verwendet, ja. Und dann habe ich das einfach rundherum festgesteppt. Und dann habe ich, was man hier sieht, habe ich aus meinem Kleid Viskosestoff, habe ich auch nochmal das Ganze ausgeschnitten, also das ganze Oberteil und das tue ich jetzt gerade zusammennähen. Also das ganze, der schöne Blümchenstoff zusammen mit diesem Mantelstoff eben, den ich jetzt auch schon verdoppelt habe, das habe ich jetzt da einmal drumherum genäht, das schaut jetzt so aus, genau, da ist jetzt auch schon diese Platte vorne natürlich drinnen und ich habe einmal drumherum gesteppt, dass das jetzt quasi ein Teil ergibt, das ist jetzt quasi bis so far nochmal Innenteil. Und da eben ist es ja schon aufgesteppt, wie man hier sieht, diese, also dass es halt dicker wird. Und jetzt durch meine Outer Layer, also meine Jeans, meine Hose, meine Hoseschicht, tue ich da auch nochmal drauf pinnen. Und da zeichne ich jetzt so ein Dreiangel. Boah, ich sag's dir, wenn ihr alles recherchiert auf Englisch und dann auf Deutsch simultan übersetzen, das ist too much for my brain. Hier tue ich jetzt so ein Dreieck aufzeichnen, weil eben in der Tudor-Ära war es halt, wollten wir halt diese Dreieck-Shape oben und unten haben und dementsprechend tue ich die jetzt nachsteppen, also diese zwei Layers aufeinander dadurch und in diesem Dreieckbereich tue ich jetzt mein Pseudo-Boning, also natürlich, ich werde es nicht bonen, wie ich das schon gesagt habe, aber ich werde jetzt da einfach mit 1 cm Abstand ganz einfach so senkrechte Linien nähen und dadurch die ganzen Schichten zusammennähen und das Ganze stabiler machen. Ich habe mal gelesen, dass in Italien zu der Zeit dass man da auch Kordeln hineingenäht hat, um das Ganze zu stabilisieren. Und ja. So, Dali, ich habe jetzt die erste Seite fertig und es schaut wirklich, bis auf diese Huppel da, aber wir ignorieren das. Aber es ist so viel steifer und mehr Corset-like wie dieser Teil schon. Also nur durch diese geraden Dinger, also von dem her. Yeah, yeah. Ich werde das wahrscheinlich hier hinten auch machen, aber jetzt mache ich erstmal die zweite Seite. Genau, und hier hinten durch auch einfach mit 1 cm Abstand so ein paar Linien, damit quasi der Verschlussteil einfach stabiler ist. Genauso wie ich das vorne gemacht habe, stabilisiere ich das auch. Und ich habe natürlich die anderen Schichten am Rand zusammengenäht, außer die Träger. Und so schaut das Ganze jetzt aus. Wie schon gesagt, die Träger sind die einzigen Teile von dem ganzen Korsett, die noch nicht zusammengenäht sind, weil die muss ich ja noch schließen, will heißen, ich habe das zuerst nur mit Stecknadeln zusammengehalten, dort ist sie jetzt rechts auf rechts jeweils legen
und nähe halt quasi die Träger zusammen, die äußere Schicht und hier das Futter auch rechts auf rechts einfach. Und das tue ich dann eben ganz normal aufeinander steppen, auseinander bügeln und dann einfach übereinander legen. So, das ist jetzt auseinandergebügelt, wupp, übereinander legen und dann einfach die Kante entlang wieder zusammensteppen, so wie ich jetzt schon bei dem ganzen anderen Teil gemacht habe. Hier so, da, 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 da und den inneren Kreis, da, 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 da. Wunderbar. So, der Lehrtag 1 ist vorbei, es ist draußen stockdunkel und ich bin jetzt so pretty much, also mit dem Rohteil fertig. Ich zeige euch das mal. Das schaut jetzt so aus. Das ist quasi die Vorderseite mit dem Spitz. Das haben die ganzen Linien jetzt gemacht. Hier hinten habe ich welche nachgenäht quasi. Das habe ich jetzt einmal nur so versäubert und das ist alles schon zusammengenäht. Eigentlich war ja der Ursprungsplan, dass das außen ist. Ich muss jetzt aber leider sagen, dass das, was ich jetzt eigentlich für innen geplant habe, mir so viel besser gefällt. Und irgendwie ist das auch sauberer geworden, wie das da vorne ist. Und vermutlich werde ich jetzt das ausmachen. So, und hier sind auch so 10.000 Sachen. Das ist zwar historisch absolut nicht akkurat, aber ich habe zurzeit nicht wirklich so viele Möglichkeiten, was anderes zu holen gerade und zu kaufen. Und hier sind, ja... Wow, was für eine Ausbeute an Spitze, unglaublich. Da habe ich zweimal das gleiche, das schaut vielleicht gar nicht so. Das ist so ein Schrägband aus Baumwolle, das mir aber für normale Klamotten viel zu steif ist. Aber damit könnte ich das ganze Ding einfassen. Jetzt werde ich, glaube ich, als letzten Schritt für heute die Kanten jetzt einfach mit diesem Schrägband einfassen. Das ist aus Baumwolle und ist weiß und das passt auf alle beiden Seiten. Und das wird da einfach so... wird das einfach alles jetzt dazwischen gesandwicht und abgesteppt. Und dann schaut das alles vernünftig aus und ja, it's my progress so far. Und bis auf die Armlöcher habe ich jetzt alles eingefasst und jetzt werde ich diese Miederhaken anbringen. Also historisch korrekter wären natürlich Ösen gewesen, die ich halt mit dem Hammer schlage und dann mit der Hand versäubere. Aber ich kann das nicht, habe das noch nie gemacht. Und ich habe halt das Gefühl, dass ich das nur schlechter machen würde dadurch. Dementsprechend habe ich jetzt Miederhaken reingenäht und hier sieht man, wie ich ganz, ganz stolz das Ding mal anhabe, weil jetzt konnte ich es das erste Mal eigentlich anziehen, weil jetzt diese Miederhaken drin sind und es sitzt genauso, wie ich mir das vorgestellt habe. Also es hat genau diesen Push-Up-Effekt, den ich unbedingt wollte und diese flache Brust quasi vorne. Das Einzige, was da noch ist, dass ich diese Armlöcher ein bisschen weiter ausschneiden werde, weil der mir da ein bisschen reinquetschen. Das habe ich dann gemacht, die Armlöcher auch versäubert und so schaut das Ganze jetzt aus. Es ist super sauber, es sind nirgendwo mehr rohe Kanten und ja, ich finde es super, super lässig. Aber das ist noch nicht alles für den heutigen Teil. Ich werde jetzt noch ein bisschen weitergehen, was die Unterwäsche quasi angeht bei meinem ganzen Tudor-Gewand. Und zwar, es geht weiter mit der Konstruktion, die unter dem Rock ist. Und da haben die Tudor-Ladies so eine Bum-Roll gehabt, quasi, damit wir den Kardashian-Ass bekommen und drüber kam so ein Art Reifrock, das war so ein Spanish Fartingale, glaube ich, heißt der. Ja, genau, hier sieht man das und das kam aber erst so am Anfang des 16. Jahrhunderts nach England und ich habe sowas natürlich nicht daheim und ich habe keine Mittel, das zu machen. Von dem her wäre es nur die Bumroll und es gab auch Hinweise darauf, dass das nicht jeder getragen hat, so ein Fartingale. Von dem her ist es okay. Und hier tue ich jetzt einfach mir so eine Bumroll konstruieren aus den Resten von dieser Hose, die ich zuerst zusammengenäht habe. Dafür tue ich meine Taille abmessen, die minus 15 cm und dieses Ergebnis durch 2. Und mit diesem Maß mache ich so eine kleine Banane und dann eine größere Banane aus drum. Und das tue ich zweimal ausschneiden. Dann habt ihr diesen zwei Bananenteile. Da habe ich dann so einen alten Schnürsenkel hergenommen. Den sandwich ich hier dazwischen. Bei dem einen Spitz von der Banane und natürlich dann auch bei dem anderen Spitz der Banane. Und tue das Ganze rechts auf rechts zusammennähen. Aber ich lasse in der Mitte so einen kleinen Space, damit ich das Ganze umdrehen kann. Genau, und so schaut das Ganze aus. Das habe ich ein paar Mal verriegelt, damit es ja heute. Dann tue ich da die Ecken ein bisschen einschneiden, damit es sich besser umdrehen lässt. Und die Kurve von der äußeren Banane ein bisschen einschnipseln. Und dann drehe ich das Ganze um.
Und dann, das ist das Witzigste an der ganzen Sache, dann nehme ich meine ganzen Reststoffe, also diese kleinen Futzeldinger, mit die man nicht wirklich mehr verarbeiten kann von meinen letzten DIYs, und tue die richtig schön zusammen häckseln. Also es war richtig, das war eine Katharsis, sag ich euch. Und die stopfe ich dann da rein. Und da habe ich am Anfang gedacht, das wird reichen. Aber nein, da, ich musste wirklich nach diesen ganzen Fusseln wirklich suchen in meinem Zimmer und habe da echt dann wieder so alte Sachen hergenommen und habe die alle zerhäckselt und da rein. Also da kam so viel Zeug war da drinnen. Aber ich meine, wie schon gesagt, ich hätte das Zeug eh nicht verwenden können, weil es viel zu klein wäre für normale DIYs. Von dem her bin ich da ganz froh, dass das da jetzt da drin ist. Und wenn das jetzt wirklich super prall ist, habe ich dann einfach mit der Hand diese Öffnung geschlossen. Da habe ich jetzt nicht wirklich drauf Wert gelegt, dass es irgendwie schön ist oder so. Also don't come for me. Meine Handnähskills sind da ziemlich nicht gut. Aber Hauptsache es hält und es ist alles wunderschön eingepackt und verschlossen und ich habe das wirklich zu Tode gestopft da drin. Ja, also es ist richtig, richtig, richtig prall. Und das soll den Rock quasi ein bisschen upliften und sowas, damit man mehr diese gewollte Shape hat, die damals einfach Trend war. Meine Bum Roll schaut jetzt so aus. Das hat sehr gut funktioniert, muss ich sagen. Und das war's jetzt mal für meine ersten zwei DIYs, also quasi Unterwäsche in dem Fall. Und das ist eben die Vorherhose und ta-da-da-da-da-da! Das ist nachher. So schaut das Ganze jetzt aus. Und wenn ihr euch wundert, warum das nicht ganz so sauber ist, dieses Korsett, das liegt daran, weil ich eben mitten im Weg beschlossen habe, dass das nicht mal Vorderseite ist, sondern das. Also von dem her ist das natürlich die saubere Seite, die wirklich super schön, also da wo nichts raussteht und nichts irgendwie verdreht ist oder so. Also das ist jetzt meine neue Außenseite mit meiner Bumroll und ja, man sieht es dann eh nicht, weil ich will es versteckt haben, aber ja. Ich finde es so wirklich ganz hübsch und es schaut echt schick aus. Also ich bin sehr hyped für den nächsten Teil. Da geht es dann an den Unterrock und den Bodice-Teil und den Überskirt. Und bei Teil 3 wird es dann wahrscheinlich um die Ärmel und die ganzen Accessoires und sowas gehen. Also ich hoffe, dass ich euch dann sehe die nächsten Sonntage. Und Mittwoch kommt natürlich auch noch ein Video im Dezember. Bis denn!